Psycho ist eigentlich nicht so effektiv. Wen schick ich denn da raus? Wen schick ich denn da raus? Okay, du hast nur eine Lichtattacke. Obwohl, du hast nicht einen guten Dings. Ja, okay, alle Abra haben Kampf. Kraftreserve-Kampf. Aber trotzdem. Eine Hidden Power müsste ich noch aushalten, ne? Yep. Schau, dass du nicht schneller wirst. Nee, ich halt nicht. Ich wechsle einfach. Spooky! Go for it, Sparky! 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 Das ist Abra. Tschüss, Abra. Lass mich in Ruhe mit deinem, ne? Warte mal. Kampf auf Unlicht sehr effektiv, ne? Das heißt, wenn Sparky sich weiterentwickelt, habe ich noch eine größere Kampfschwäche im Team. Oder hat erst deine Endentwicklung Unlichttyp? I wondrously lost. Kann passieren. Shit happens. Every time, everywhere, wherever we are going. Und wieso rede ich jetzt plötzlich in Englisch? Ich habe keine Ahnung, was ich aber weiß, ist, dass ich nicht gegen das Nikada kämpfen werde, weil es denn sowieso. Es hat eine Käferattacke, die mir Schaden macht. Und das mag Yuki nicht. Yuki mag keine Käfer. Sie ist eine feine Prinzessin. Yuki! Noch ein Wampel. Hallöchen, Wampel. Confusion! Na, oh, jetzt fängt er wieder an, meine Schnelligkeit zu senken. Warum tust du das, hä? Ach, Wampel! Yuki mag doch keine Gefahr. Und der eine KP hättest du auch noch wegmachen können. Tschüss! Tschüss! Das sieht so verdächtig aus. Aber da war nichts. Da ist unten wieder ein Item, Ball, bla bla. Vielleicht ist es auch eine TM. Oder der Meisterball. Ja, nee, ist klar, Chicken. Nach dem ersten Und wird dir direkt der Meisterball entgegengeworfen. Woran glaubst du eigentlich? Naja, ich hatte nicht mal ein Pokémon und ich habe schon ein legendäres gesehen. Guter Punkt. Guter Punkt. Ich weiß. Dieser Baum sieht eigenartig in der Mitte aus. Er sticht so heraus. Hm. X-Attack. Saftkorn. Schon wieder. Egal, noch ein bisschen Erfahrungspunkte für Yuki. Das kann man ja immer gut gebrauchen. Nicht wahr, Yuki-Lein? Hey, gut, dass ich speziell angreife. Das mit den Händen und sowas von egal. Und du hast jetzt Bye-Bye gemacht. Passiert irgendwas, wenn ich den Baum anspreche? The tree could have a Pokémon in it. Do you want to use Headbutt? Noch nicht. Stimmt, ich kann ja Kopfnuss an den Bäumen benutzen.
heißt, dann bräuchte ich zwangsläufig keinen Honig für Wadribi, sondern nur Kopfnuss? Na komm, hier, Kreisle. Ja. Jetzt kommen Celebis plötzlich da drin. Was? Slarkov? Was ist ein Slarkov? Ein Bummels! Letalking! Okay. Oh. Ich will aber nicht müde sein. Los, Sparky! Töte dich eine Kampfattacke? Na, du faulenzt. Zugabe! Okay, hat getötet. Eine zweite. Egal, wir können es ja wieder versuchen. Jetzt kommt's, jetzt fällt ein Mund hier aus dem Baum. Und danach ein Letarking. Hilfe! Ich kämpfe ungern gegen Letarking. Ein Huthut! Okay. Huthut! 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 Wieso ruft es eigentlich nach Hüten? Käppi! Capri-Sonne! Oh, jetzt bin ich die Capri-Sonne. Sparky! Hut, Hut! Nicht Schal, Schal. Critical Hit. Und ich wollte gerade hinterfragen, wieso das so viel abgezogen hat, trotz Nicht-Effektivität. Und paralysiert. Ach komm, ich will eine Capri-Sonne. Capri-Sonne! It has an internal organ that sends the earth rotation using his special organ. A hoothoot begins hooting at precisely the same time every day. Also quasi Murmeltier. Capri-Sonne. Murmeltier. Erstmal Capri-Sonne. Mora. Mel. Kau. Kaure. Nee. Er passt nicht. Kaune. Sonne, Sun, Kaun? Du bist jetzt einfach mal der Klaus. Weil ich bei Kau gerade an Klaus denken musste. Klaus! Der Nikolaus ist ein Huthut. Was haben wir denn noch so im Baum versteckt? Das interessiert mich jetzt alles. Wieso rammst du immer... Emolga? Emolga! Das Vieh ist nervig manchmal, echt. Aber hey, dann können wir zurücknerven. Ruft das ja immer im Anime. Immer!
Und das hatte nicht viel abzugehen. Ein Emolger. Critical Hit. Hast du es eine Beere? Das gefällt mir aber gar nicht. Oh, Yuki. Elektroattacken sind normal effektiv, ne? Normale Effektivität. Du hättest auch normale Effektivität. Juri ist dein Spezialangriff? 14. Juri ist deiner? 18. Dieses böse Emolger. Flughörnchen. Wie hieß nochmal dieses Eichhörnchen aus Ice Age? Scrat? Okay, nenn ich dann Scrat. It's does the electricity generated by the electric sacs in its cheeks with a membrane and releases the electricity as it glides. I believe I can fly! Obwohl, I believe I can touch the sky. Sky. Da muss ich an den einen Vogel aus Grandia 2 denken. Erinnerst du dich noch daran, Rabbi? Natürlich. Ja. Skrat hat zu viele Würmer gefressen und ist deswegen ein Flughörnchen geworden. Nur weil Ryodo ihn nicht mit Schokolade füttern wollte. Das ist fies. Schokolade! Kann ich die anderen Bäume da eigentlich auch Kopfnüssen? Kopfnüssen, wie sich das anhört. Komm, Headbug. A critical hit. Oh. Bleib mir weg mit Sandwirbel. Haha, geflinscht. So oft wie Kreistel Gegner zum Flinchen bringt, hätte ich sie eigentlich Flynn nennen sollen, aber sie ist weiblich. Wenn es hier ein männliches Togepi geben würde. Okay, die Bäume kann ich nicht kopfnüssen. Das heißt, eventuell dann nur der gelbe oder dafür brauche ich Honig. Und einmal der Baum da unten. Aber egal, gehen wir weiter. Halten wir uns nicht länger mit diesem Baum auf. Ich könnte da stundenlang vorsitzen und einfach nur Kreisle ihren Kopf dagegen hämmern lassen. Wampel, na komm, du stehst kurz vorm Level Up. Das Wampel machst du platt, Yuki. Das machst du platt. Fast one hit. Durch den Critical. Fast. Aber auch nur fast, Yuki. Level 13. Wann bekomme ich endlich den LP-Teiler? Gibt es den hier überhaupt? So, Barky, du gehst mal nach vorne.